Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Safari-Park-Projekt. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren Industrieteil hier gebaut und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Anfang. Aber heute möchte ich mit euch zusammen ein weiteres Gehege bauen und zwar für einen großen Fleischfresser. Welcher es sein wird, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber ich freue mich schon auf jeden Fall auf den Gehegebau und ich habe auch schon einige Ideen für den Gehegebau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt damit an. Wir führen jetzt erstmal natürlich den Weg hier mittig weiter in Stückchen. Ja, erstmal so. Und dann muss ich mal eben hier ein wenig die Bäume wieder abfällen und etwas ein bisschen vorbereiten. Und dann können wir direkt anfangen zu bauen. Ich bringe euch gleich auf jeden Fall zurück. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt hier einige Bäume entfernt. Und ihr seht schon, hier am Rand habe ich den Boden etwas erhöht und hier so eine kleine Plattform gebaut. Warum ich das gemacht habe, werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe, das wird nachher gut aussehen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Mir schwebt auf jeden Fall Vorstellung in meinem Kopf und ich bin sehr gespannt, ob ich es auch so umsetzen kann. Aber wir gucken jetzt mal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Und zwar machen wir das... Wie machen wir das denn am besten? Ich würde fast sagen, dass wir... Wie machen wir das? Ich bin mir da gerade echt noch ein wenig unsicher. Also leicht geschwungen. Würde ich das tatsächlich gerne machen. So. Das ist jetzt der große Weg. Ist das gut so von der Größe? Ja, ich glaube schon. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Und dann könnten wir den Weg hier so lang führen lassen. Das finde ich eigentlich ganz schick. Ja, das ist cool. Werden wir natürlich nachher auch noch alles etwas besser gestalten. Und dann soll nämlich hier... Wie machen wir das denn? Ein großer Weg abgehen. Und dann letztendlich hier oben wieder... groß werden. Ich bin echt gespannt, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Wäre auf jeden Fall mega nice, wenn es klappen würde. Aber warum nicht, ne? Bis jetzt hat ja alles geklappt, was ich wollte. Gerne. Dann auf jeden Fall mal schauen. Jetzt müssen wir das einigermaßen schön da hoch. Okay. Es darf auch nicht zu steil sein, ja? Die Besucher müssen da auch vernünftig hochlaufen können. Okay. Das gefällt mir ganz gut. Sieht momentan echt alles noch sehr trist aus, aber das werden wir echt noch schön gestalten. Hier führt dann der Weg lang. Den führen wir mal erstmal nur so hin. Okay, das sollte erstmal passen. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, etwas zu dekorieren. Beziehungsweise fangen wir mit dem Gehege an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Gehege an. Das ist ja mit so am wichtigsten. Und da würde ich das wie folgt handhaben. Ich würde erstmal anfangen, jetzt hier das Gehege einmal den groben Umriss drumherum zu ziehen. Da fangen wir am besten... Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Und machen so eine Kurve. So, genau. Hier fängt dann das Gehege an und dann schlängeln wir uns logischerweise hier am Wegesrand entlang. Das hättet ihr euch ja sicherlich schon denken können. Macht man ja meistens so, weil es am schicksten ist. So. So Leute, ich habe jetzt hier am Weg entlang gebaut erstmal. Also das ist, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt machen wir noch den Rest eben fertig vom Gehege. Das ist aber noch lange nicht alles. Also wir haben wirklich noch viel vor uns und ich hoffe auch, dass es alles so klappt. Weil für einen großen Fleischfresser ist so ein Zaun natürlich nicht ausreichend. Definitiv nicht. Das kann ich meinen Besuchern nicht zumuten und das möchte ich denen auch nicht zumuten. So, hier entlang. Ah, perfekt. Und so. Ein sehr interessantes Gehege auf jeden Fall von der Form.
Sollte von der Größe auf jeden Fall für einen großen Fleischfresser ausreichen. Vielleicht können wir da auch zwei reinmachen. Ich bin tatsächlich hart am Überlegen, ob wir da nicht einen T-Rex reinmachen. Warum nicht? Das ist ja so der bekannteste Dinosaurier, den es überhaupt gibt. Und ich denke, so relativ am Anfang des Parks wäre das schon eine nice Sache. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall den Zaun noch verstärken. Und das müssen wir jetzt mit einer zweiten Reihe machen. Und das wird jetzt echt kompliziert werden. Gerade weil das so ein geschwungener Zaun ist. Müssen wir mal gucken, in was für Abständen wir das so machen. So, wir versuchen es mal. Ah, ne, dann nehmen wir natürlich Elektrik. Soll ja sicher aussehen für die Gäste. Und so wird dann im Endeffekt mein ganzer Zaun aussehen. Also ihr seht so eine Doppelreihe an Zaun. Das wirkt auf jeden Fall sehr sicher für die Gäste, denke ich. Da setzen wir mal so in einzelnen Abständen mal eben so ein paar Dinger. Das mache ich einfach mal nach Gefühl. So, meine Freunde, ich bin fast fertig und es hat wirklich erstaunlich gut geklappt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Wenn man da einmal den Dreh raus hat, dann geht das echt ruckzuck, wie ihr seht. Also, das ist absolut kein Problem hier. Und das ist auch total gerade und genau alles. Also, das ist wirklich super. Ich hätte echt gedacht, dass das viel, viel mehr Fummelarbeit wird. Aber ihr seht ja, oh, jetzt habe ich mich verklickt. Aber ihr seht ja, das ging jetzt echt ruckzuck. Und jetzt haben wir hier überall so einen Doppelzaun, der halt wirklich ja, ein sicheres Gefühl gibt, würde ich sagen. Wenn man dann hier so lang geht, dann denkt man auch so, stellt euch mal vor, ihr seid so ein Besucher, lauft hier lang. Dann denkt ihr erstmal so, oh, was ist das denn für ein Zaun? Was mag da wohl hinter sein? Und dann hört man so einen T-Rex-Schrei. Und dann will man doch auf jeden Fall sich diesen T-Rex angucken, denke ich mal. Eine Sache habe ich natürlich wieder vergessen, wie immer, und zwar das Tor. Also das Tor wird tatsächlich nochmal sehr, sehr problematisch, weil da müssen wir auch auf jeden Fall ein Doppeltor machen. Die Frage ist nur bei so einem abgerundeten Gehege, wo packt man das am besten hin? Tatsächlich wäre am besten irgendwo hier die Seite. Aber das wird, glaube ich, relativ schwierig. Aber wir werden ein Tor auf jeden Fall benötigen. Ich muss jetzt mal eben gucken. Vielleicht hier. Das könnte klappen. Aber ich denke mal, dass wir für so ein Tor, na, für so ein Tor auf jeden Fall etwas mehr ausholen müssen, was die zweite Wand angeht. Guck mal, das passt schon mal nicht. Das ist natürlich klar. Da müssen wir mal hier noch ein bisschen abreißen. Aber das ist ja an sich alles kein Problem. Das kann man ja ganz schnell wieder fixen. Joa, eigentlich gefällt mir das ganz gut mit dem Tor hier. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst hin machen könnte. Ich könnte es tatsächlich auch hier hinten hin machen und dann hier so ein Weg durchführen. Das wäre vielleicht sogar noch etwas besser versteckt als hier vorne. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. Dann machen wir das doch mal. So, hier hin. Machen wir mal ganz kurz die Bäume hier weg. Die sind uns sonst nur im Weg beim Bauen. Die kommen aber später wieder hin, keine Sorge. Vielleicht müssen wir dann das Restaurant ein bisschen rüber moven und können hier einen Weg bauen. Aber das sollte passen. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich frage mich gerade, wie viel Abstand wir brauchen, damit da so ein Auto durchpasst. Ich denke tatsächlich mal, dass es ungefähr so passen sollte, oder? Warte mal, können wir das nicht eigentlich so machen? Machen wir mal so. So. Dann machen wir einfach noch eine Zaunlänge Abstand. Dann haben wir das auch alles parallel. Ah, so. Also das mit den Zäunebäumen, das Bauen, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Wie ihr seht. Ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal auf jeden Fall ein Stückchen nach hier gehen. Dann sollte ich schon das Doppeltor reinsetzen können. Das gestalten wir natürlich gleich noch alles ein bisschen schicker. Oh ja, das passt. Die Frage, passt da ein Jeep zwischen? Ich denke schon, oder? Weil das soll sowas wie eine Schleuse dann werden. Damit auch ja kein T-Rex nach draußen gelangt zu den Gästen. So. Ja, da sollte ein Auto zwischenpassen. Und dann würde ich sagen, dass wir das Ganze hier noch etwas schicker gestalten, definitiv. So machen wir den Zaun und so.
Dann eventuell, wir könnten ja jetzt das wieder wegmachen. Dann könnten wir entweder machen wir das so abgerundet. Ja, aber das gefällt mir ganz gut. Ja, das machen wir so. Und dann haben wir das Problem sogar schon gelöst. Also das ging wirklich fix. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier alles so gut hinkriege. Es klappt gerade wirklich alles besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Bin ich gerade sehr glücklich drüber. Und der letzte Zaun. Und damit haben wir auch ein Tor mit einer Schleuse eingebaut in unser Gehege. Mit Doppelzaun und allem. Also ein sehr cooles Gehege für einen Tyrannosaurus. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach hier einen Weg abführen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das den Wald so sehr beeinträchtigt. Das wäre ziemlich uncool. Wahrscheinlich tut's das. Zur Not machen wir das Ganze ohne Weg. Oh, ich hoffe nicht, kann ich jetzt noch genug Wald hier bauen. Oh, das sieht schon mal gut aus. Oh, das sieht. Es geht eigentlich klar, oder? Mehr geht leider nicht. Aber ich glaube, das reicht mir aus. Ein Wald. Ist auch einigermaßen versteckt. Ich finde es sehr schade, dass man die Wege nicht ganz bis zum Tor führen kann. Aber das ist doch eigentlich ganz okay. Dieser Knick hier sieht nicht ganz so nice aus. Den kann ich vielleicht nochmal rausmachen. Bisschen abrunden. Könnten es natürlich auch ohne Weg machen, aber naja, das ist auch doof. Das ist unlogisch. Der Jeep braucht auch einen Weg zum Fahren. Natürlich sehe ich jetzt hier wieder nichts. So, das sollte passen. Jetzt machen wir wieder Bäume hin. Dann passt das eigentlich. Ja, das passt. Hier machen wir nochmal einen Baum weg. Der ragt mir, glaube ich, so ein bisschen. Ey, ich erwische auch nicht den Baum, ne? Also dieses Baumzeichentool ist wirklich nicht das Genaueste. Egal, dann ragt der Baum halt über den Weg so ein bisschen rüber. Das macht auch nichts. Ist ja ein Safari-Park. Da kann ja ruhig alles etwas mehr verwildert sein. Vielleicht könnten wir hier noch so einen Zaun machen. Würde das aussehen? Das könnte sein. Würde gar nicht passen hier, ne? Nee, wir wollen es jetzt auch gar nicht damit aufhalten. Ich will nämlich noch einiges heute schaffen. Und zwar würde ich sagen, dass wir uns erstmal dem hier oben widmen. Das wird nämlich auch nochmal ein ganz schöner Akt. Jetzt dürfen wir nämlich wieder ganz viel mit Zäunen arbeiten und sowas. Ich fange einfach mal an. Also ich werde jetzt erstmal diesen ganzen Weg mit einem Zaun entlang zeichnen. So, meine Freunde, nur für dieses kleine Stück habe ich jetzt schon echt sehr, sehr lange gebraucht, weil die Einrastpunkte einfach total schlimm waren. Also das war wirklich nervig. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt mit relativ vielen, kleinen, kurzen Zäunen gemacht. Wie ihr seht, immer da, wo diese dickeren Pfeiler sind, habe ich neu angefangen zu setzen. Ich probiere das jetzt nochmal mit euch zusammen hier. Vielleicht bringt mir das etwas Glück, wenn wir das zusammenbauen. Vielleicht bin ich dann etwas besser und motivierter. Ich bin motiviert, aber. Na komm schon. Es ist halt wirklich immer eine Fummelarbeit. Aber ihr wollt das sicherlich auch mal sehen, wie ich das mache. Ich kann das ja nicht immer alles vorspulen. Ist nun mal ein großer Bestandteil vom Spiel. Aber ich will euch auch nicht zu sehr quälen, also keine Sorge. Aber das sollte jetzt ja relativ gut klappen, wie ihr seht. Sollte jetzt hier ruckzuck gehen. Zack. Ah, guckt mal. Wunderbar, oder? Sehr schön. Machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. So, ich habe es fertig. Ihr seht, ich habe jetzt hier dieses Gehege und dann kann man hier einen wunderschönen Gang nach oben gehen. Hier werde ich auf jeden Fall noch Bäume machen. Das können wir jetzt auch direkt mal tun. Ich hoffe, ich kann da noch einigermaßen Bäume platzieren. Oh, das sieht gut aus. Wir wollen ja auch, dass der T-Rex ein wenig geschützt ist in seinem Gehege, ne? Er will sich ja auch wohlfühlen und sich nicht immer die ganze Zeit beobachtet fühlen. Oh, sehr schön. Das reicht mir tatsächlich aus an Bäumen. Vielleicht können wir hier auf der Seite noch ein paar machen. Ach, wunderbar. Das klappt ja hier gerade alles super. Genau. Und dann haben wir hier so einen schönen Gang durch die Bäume. Kann man vielleicht auch schon einen Blick erhaschen, wenn man Glück hat. So durch die Blätter und so weiter. Aber um den T-Rex dann zu beobachten,
Dafür werden wir hier hinten am Ende natürlich ein paar Türme hinbauen. Mit paar meine ich zwei Stück, habe ich eigentlich geplant. Und zwar, oh, guck mal, die Reichweite reicht gar nicht. Also das Gehege sollte auf jeden Fall groß genug sein. Müssen wir mal eben gucken, wie wir die am besten platzieren. Ich mach mal einen so. Und noch einen zweiten daneben. Ungefähr auf die gleiche Höhe am besten. Und im gleichen Winkel. So. Oh, das ist natürlich jetzt gar nicht die gleiche Höhe. Ja, super. Muss ich gleich platzieren, wenn er am besten fertig gebaut ist. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinten genau machen. Hier bin ich schon am Rand der Karte, ne? Fern hier nochmal die Bäumchen ein wenig. Vielleicht können wir hier noch irgendwas hinbauen. Vielleicht so einen Schutzraum oder so oben. Das wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn da der T-Rex doch mal ausbrechen sollte, was er natürlich nicht tun wird, aber wir wollen natürlich so ein bisschen realistisch bauen. Da lege ich auf jeden Fall Wert drauf. Vielleicht können wir auch hier so eine richtige Fläche mal machen und nicht nur einen Weg. Also so einen richtigen Platz sozusagen. Da denke ich auch eine coole Idee, aber ich glaube, das ist relativ schwierig, eine vernünftige Fläche zu bauen hier. Oh, wenn, dann müssen wir das anders handhaben, glaube ich. Wartet mal. So, wir bauen erstmal den zweiten Turm. Versuche den jetzt einigermaßen, jetzt kann ich es auch besser sehen. Vielleicht auch so ein bisschen versetzt. Warum nicht mit ein bisschen Abstand? Zack. Jetzt fängt es an zu regnen. Klasse. Jetzt können wir eventuell Das wird jetzt auch wieder super viel Fummelarbeit. Aber daran, das ist zwar anstrengend, aber ich habe auch persönlich daran echt Spaß, muss ich sagen. Es dauert zwar lange, aber für euch kann ich das ja im Schnitt alles ein bisschen verkürzen. Deswegen denke ich mal, dass es nicht allzu schlimm ist für euch. Ich hoffe, euch macht das Ganze auch auf jeden Fall Spaß, das Projekt. So. Könnt ihr euch denn schon ungefähr vorstellen, was ich vorhab? Ich hoffe es. Nicht, dass ihr so denkt, was macht er da, der Typ? Nee, aber ich denke schon, dass es etwas verständlich zumindest ist, so ein bisschen. So. Genau. Vielleicht können wir nämlich jetzt mit mal eben bis zum Ende hier durchziehen. Eigentlich reicht das schon von der Range her. Und dann könnten wir eventuell hier so einen Platz machen. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist. So. Oh, da laufen schon Leute rum. Seht ihr das? Witzig. Wo kommen die denn her? So. Ah, wisst ihr, was ein Problem ist? Ich weiß nicht, ob der Platz mir gefällt. Doch, der sieht echt ganz cool aus. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen uncool, dass diese Dinger hier überall random stehen. Das liegt daran, dass ich große Wege verwendet habe. Ich versuche das nochmal eben mit kleinen Wegen zu machen. Ich mache jetzt hier nochmal die letzten Lücken dicht. Und dann haben wir das Ganze hier mit kleinen Wegen gezaubert. Und dann haben wir auch nicht mehr diese störenden Mülleimer und Schilder hier inmitten des Weges. Und ich finde, dass es eigentlich ganz cool geworden ist, oder? Ist auf jeden Fall mal was anderes, um ein bisschen größeren Platz zu haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir hier den Zaun noch weiterziehen. Und eventuell können wir hier nämlich noch einen kleinen Schutzraum hinbauen. Ja, warum nicht? Ich halte mich immer sehr lange mit Dingen auf. Aber es soll dann im Endeffekt auch mir sehr gut gefallen. Deswegen gebe ich mir auch so viel Mühe. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Würde ich sagen, ziehe ich hier nochmal eben den Zaun und dann machen wir weiter. So, ich bin jetzt hier schon in den letzten Zügen und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das ist leider nicht ganz synchron. Kriegen wir aber hin, das sollte ganz, ganz schnell gehen. So, dann können wir hier nochmal verbinden. Und wie machen wir das hier am besten? Na, eigentlich macht es Sinn, einfach gerade hier hin
Und hier hin. Dann haben wir noch so ein bisschen Grünfläche, wo wir wahrscheinlich keinen Baum mehr unterkriegen. Ja, aber so ein paar Büsche. Oh, guck mal, Papageie. Und dann können wir nämlich hier vor. Oh, noch. Nicht zu viel. Obwohl, eigentlich können wir ja sogar viel machen. Weil die Türme. Klar, dass ich hier die Lücke nicht stopfen kann mit Bäumen. Aber die Türme, die können ja oben über die Baumkronen rüber gucken. Das ist ja ganz cool. Oh, nice, das gefällt mir. Schau ich das mal an. Ist doch cool, oder? Hier ist das Gehege. Und dann läuft man hier dran vorbei. Hört dann schon den T-Rex brüllen und denkt sich so, oh, was ist hinter dem dicken Zaun? Dann geht man hier lang. Weil man es natürlich wissen will, geht man hier hoch. In der Hoffnung, dass man drüber gucken kann. Versucht dann hier schon so einen Blick zu erhaschen. Geht dann immer weiter. Und dann hier am Ende kann man dann in die Türme gehen und perfekt auf das Gehege gucken. Guck mal. Ist das nicht ein Bombenausblick? Also man kann wirklich jeden Winkel sehen. Ich glaube, ich habe hier wirklich ein gutes Gehege gebaut. Kommen wir jetzt erstmal zum Gehege. Und in das Gehege müssen wir natürlich Futterspender machen, Wasser und ein paar Bäume. So viele Bäume brauchen die meisten Fleischfresser gar nicht. Die meisten Fleischfresser, die mögen lieber ja, gerade Flächen und nicht unbedingt waldige Flächen. Wir könnten tatsächlich vielleicht noch so ein bisschen die Landschaft hier ein bisschen unebener machen. Nicht alles ganz so glatt ist. Muss ja auch nicht immer alles perfekt geglättet sein. Kann ja auch mal ein bisschen natürlicher wirken. Warum nicht? Auch nicht zu krass. Ich glaube, ich habe hier schon ein bisschen... Oh nee, das war das falsche Tool. Das hier wollte ich. Ein bisschen krass. Ein bisschen die Übergänge abflachen davon. Ich glaube, so gefällt mir das schon ganz gut. Das Wasserbecken, reicht mir das so schon? Machen wir so. Versuchen das auch nochmal ein bisschen natürlicher wirken zu lassen. So. Ah. Ach so, ist das schon ganz cool, oder? Gefällt mir gut. Vielleicht ist das hier so ein bisschen zu nah am Rand. So. Ja, das ist cool. Viel mehr Wasser braucht er dann auch gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäumchen hin. Ganz vereinzelt hier noch ein paar vor. Boah, so eine kleine Palme, die ist perfekt. Das ist ein bisschen zu viel hier in der Front. Man soll ja noch ein bisschen durchgucken können. Hier rechts fehlen noch ein paar Bäumchen auf jeden Fall. So. Und ich denke... Dann ist das Gehege schon ziemlich nice. Ja, vielleicht machen wir doch noch ein paar mehr Bäume. Na, kommen direkt natürlich 3 Stück oder so. Ja, so ist besser. Gefällt mir sehr, sehr gut, glaube ich. Ich schaue mal eben von hier. Ja, das sieht cool aus. Und ich glaube, der T-Rex, der wird sich auch nicht gestört fühlen von den Besuchern. Die sind definitiv weit genug weg, da oben. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eben ein... Fleischfutterspender. Wo machen wir den denn hin? Hier machen wir einen hin. Und einen Ziegenspender können wir... Ziegen laufen ja sowieso überall rum. Machen wir den hier hin. Perfekt. Gehege ist fertig, würde ich sagen. Essen, trinken und ein Tor. Also ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und das sieht schon sehr, sehr nice aus. Also gefällt mir echt gut. Ich bin super zufrieden. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns nochmal schnell um die andere Seite hier. Da habe ich nämlich auch schon eine Idee. Da machen wir nämlich einfach Wasser hin. Wasser ist nämlich immer ein sehr schöner Kontrast. So. Zack, zack, zack. Boah, ich will gar nicht aufhören. Ich will immer weitermachen. Das macht gerade richtig Spaß. Ich habe aber auch so viele Ideen, deswegen. An manchen Tagen habe ich nämlich nicht so viele Ideen. Jetzt gerade... Schwirrt mir so viel im Kopf rum. Da, 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 da. Jetzt den Zaun hier lang ziehen. Dann haben wir das hier schon fast fertig, den Bereich. So, der Zaun ist fertig. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hinter dem Fluss noch ein paar Bäumchen hin, so eine Baumreihe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch auch noch irgendwie was abgehen lasse. Oder ob ich den Besuchern irgendwie... Ja, wie nennt man das denn? Einen Weg durch den Park sozusagen vorgebe.
Das können wir noch entscheiden. Aber ich finde, das ist schon recht gut gelungen hier. Der eine Baum, der stört mich, ne? Kriegst du aber auch nicht weg. Guckt euch an. Die anderen Bäume verschwinden. Habt ihr gesehen? Boah, frech. Das ist der erste Baum, der kommt. Dieser Frechdachs. Lasse ich es ohne Bäume hier? Nee, dann lieber mit Bäumen. Dann lasse ich mich jetzt nicht von dem ärgern. So. Natürlich jetzt gerade Nacht. Aber ist schon sehr, sehr cool. Und dann können wir nämlich noch, zu guter Letzt, aber bevor ich es vergesse, wir können mal eben den T-Rex anschmeißen hier. Den wollen wir nämlich heute auch noch auf jeden Fall rauslassen. Wo haben wir ihn denn? Oh, ich habe mit dem Speicherstand gar nicht die neuen Dinos hier. Muss ich mir auf jeden Fall noch nachholen. So, T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Skin davon cool aussieht. Und ich weiß, überlege gerade, ob wir ein oder zwei davon reinmachen. Ich würde sagen, wir machen erstmal nur einen, aber wir machen ihn mit einem Sozialgenom, dass er auch eventuell, dass wir noch einen zweiten eventuell im Nachhinein dazu bringen könnten. Welches nehme ich? Ich nehme mal das Steppenmuster, einfach auf gut Glück. Knochendichte. Jetzt schauen wir dann mal, was kann, soll er denn können? Ja, wir tun den mal noch so ein bisschen. Verteidigung. Einfach die Werte, dass er ein bisschen krasser ist. So, ein bisschen auf Angriff und sowas. Aber im Prinzip ist das hier noch sehr wichtig. Schnelle Stressreaktion, das ist gut. Und sozial natürlich. Ah, das kann man runter machen. Einzelgänger. Kann ich das gar nicht hochmachen? Natürlich doof. T-Rex ist immer Einzelgänger, ne? Ach, schade. Vielleicht habe ich das auch noch nicht entwickelt bei dem Speicherstand. Muss ich echt nochmal ändern. Aber gut, dann würde ich sagen, brüten wir mal unseren T-Rex aus. Schlappe 4 Millionen kostet er nur. Und in der Zeit, wo der brütet, können wir uns nochmal eben hier dieser Strecke widmen. Ja, die habe ich ja komplett außen vor gelassen bis jetzt. Aber das will ich jetzt ändern. Ich möchte nämlich auf jeden Fall, dass diese Strecke so. Und dann mit dem Flussverlauf, das kann man ja schon Fluss hier nennen, oder? Vielleicht können wir den auch durch den ganzen Park führen, den Fluss. Das wäre cool. Na, das war eine doofe Kurve. Ich sollte das nicht immer direkt wegklicken. Ich glaube, das kann man auch eleganter lösen. So. So. Und da können wir vielleicht hier hinten irgendwo in unserem nächsten Bereich die nächste Station dafür machen. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich denke mal, dann kann man nämlich auch mit dieser Bahn auf das Gehege von dem T-Rex schauen. Oh ja, da hat man einen super Blick. Guckt euch das an. Boah, sieht das nice aus oder sieht das nice aus, Leute? Das ist cool, oder? Also, es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Bin echt zufrieden. Hier hat man auch eine super Aussicht auf das Gehege in den beiden Türmen. Ach cool, das ist wunderschön geworden, finde ich. Und das wird den Besuchern sicherlich auch gefallen. Der T-Rex ist jetzt fast fertig und mir ist nochmal aufgefallen, dass hier vorne noch ein Zäunchen fehlt, aber das sollten wir recht schnell platzieren können. Und bis wohin mache ich es? Ich glaube, bis hierhin reicht. Ich kann es auch bis zur Ecke machen. So. Hätte ich auch durchziehen können, dann hätten wir nicht diese dicke Kante noch drin. Und da ist der T-Rex fertig. Perfekt. Super Timing. Das passt ganz gut. Würde ich sagen, lassen wir ihn frei. Baum im Weg. Ich sehe nichts. Scheiße. Ach, cool. Schauen wir mal, was wir für einen Skin erwischt haben, ob der nice ist. Ja, der ist cool. Der Skin gefällt mir gut. Damit haben wir unseren ersten Fleischfresser und gleich ein
gigantischen, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, betäuben wir den mal eben. Aufgabe hinzufügen. Und dann bringen wir ihn in unser Gehege. Da kommt unser Rexy geflogen. In unser wunderschönes neues Gehege, wie ich finde. Und wenn euch dieses Projekt gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Schreibt mir auf jeden Fall nochmal einen guten Namen für unseren Tyrannosaurus Rex in die Kommentare. Ah, da fliegt er. Kann man wirklich sehr, sehr gut beobachten hier oben von den Türmen aus. Und ja, wir schauen uns jetzt nochmal an, wie er hier landet. Boah, hat man hier eine gute Sicht. Schon echt nicht schlecht. So, da ist er gelandet. Mal gucken, er geht jetzt bestimmt erstmal was fressen und sowas. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dandy.